Heute gibt es ein Workout zum Mitmachen. So konstruiert, dass man es möglichst gut und leicht in den Alltag integrieren kann, dass es wenig Equipment braucht und dass es den Körper möglichst gut auf viele Bergabenteuer vorbereitet. Dabei geht es zu einem beachtlichen Teil um Oberschenkel, Waden und Gesäß, aber auch um den Oberkörper für die Rumpfstabilität und die Arme, um im Klettergelände und mit Stöcken ordentlich Kontrolle zu haben. Also im Prinzip ist echt alles dabei. Das Training richtet sich an durchschnittliche Bergsteiger, aber auch wenn du dich noch etwas unmotiviert und schwach fühlst, mach gern mit und schau, wie lange du die einzelnen Übungen durchhältst. Mit der Zeit wirst du definitiv immer besser. Du brauchst eigentlich nur eine Matte oder einen weichen Teppich, zwei leichte Kurzhanteln, es gehen aber auch zwei schwere Wasserflaschen und ein Resistance-Bed. Du kannst hier aber auch ein großes Handtuch nehmen und einen doppelten Knopf reinmachen. Los geht's! Slide. Big one.
But nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day, I don't need no sunshine, 'cause I'm dancing with the rain. You will see me running, thinking
Wenn du dieses Workout 2 bis 3 Mal die Woche machst, bist du in der Regel nach ein paar Wochen fit genug, um in den Bergen sicher, stabil und gesund unterwegs zu sein. Natürlich kannst du auch noch Ausdauertraining machen. Da habe ich dir oben ein paar Videos dazu verlinkt. Schau dir die mal an. Wenn dir das heutige Training gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Das hilft mir sehr. Und falls dir meine Arbeit als Ganzes gefällt, freue ich mich natürlich darüber, wenn du mir einen Kaffee bei PayPal oder Patreon ausgibst, da ich für dich nur kostenlos bin, weil du es möglich machst. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr noch eine schöne Woche habt. Trainiert fleißig und bis zum nächsten Mal. Wie immer, Bergheil.